Hallo, Freunde des Feinwhisky-Genusses. Wieder mal steht bei mir auf der Seekiste ein Bowmore. Und diesmal der Bowmore Legend. Der war lange Zeit der Einstiegsmalt in der Standard Range vom Bowmore. Aber ist schon lange her. Irgendwann wurde er abgelöst als Einstiegsmalt von den Small Ratchet, den es auch nicht mehr gibt. Jetzt aktuell den Number One. Den Bowmore Legend habe ich kennengelernt vor, kurz nachrechnen, na, fast 20 Jahren. Da war der Legend aber noch ein anderer gewesen. Und zwar, da war ich auf einer Studienfahrt in Italien und dort wurde der Legend verkauft mit Altersangabe. Rest von Europa, Großbritannien, Deutschland, steht kein Alter drauf. Stand nie. In Italien schon, und zwar 8 Jahre. Dort ging er wohl ganz gut. Aber wie gesagt, das war ein anderer Legend, als ich jetzt hier in der Hand halte. Der Legend von damals hatte eben halt Bourbonfässer drinnen gehabt und einen gewissen Anteil an Sherryfässern. Dieser Legend hat nur noch Bourbonfässer, kein Sherryfass. Recht dunkel, kein Alter. Ihr wisst, Bowmore fährt für eine einheitliche Farbgebung. Steht auch drauf. Über Bowmore habe ich schon so viel gesagt. 1779 gegründet, älteste Destille auf der Insel Isla, mit den ältesten noch existierenden Warenhäusern in ganz Schottland, den berühmten World's Number Ones. Jo. Ganz viel. Bowmore. Eigentlich berühmt, berüchtigt für ihre mittelrauchigen Single Malts mit mehr oder weniger starken Sherryfass-Einfluss. Und hier haben wir nun einen Bowmore-Vertreter ohne Sherryfass. Habe ich schon einige getrunken. Ja, den Tempest, First Fill, First Fill Bourbonfässer, an Fassstärke, den Number One. Mit 40 Volumenprozent, ohne Altersangabe, den Golden Elegant aus dem Travel Hotel, 15 Jahre First Fill Bourbon Fässer und. Und wie gesagt, jetzt haben wir den Legend. Jo. Typischer Bowmore-Rauch. Erinnert mich an nasses Leder. Brandes Laub, feuchtes Holz, Feuer, Rauch. Sehr angenehm. Dahinter kommt gleich eine Vanillenote, Frucht, Cocktail, ne? Orangen, Zitrusfrüchte, was ich immer so. Für mich so ein typischer Bowmore, das Distillencharakter, so also Brennereicharakter ist. Leichte Honignote, schön eingebunden in den Bowmore-Rauch. Ja, also der riecht wie ein ganz klassischer, fast gereifter Single Malt mit Rauchanteil. Bisschen exotische Früchte, Mango, Melone, Spuren von Pfirsich, aber alles nett eingebunden, nicht dominant, schön rund. Ja, Alter steht nicht drauf, keine Ahnung, vielleicht hat er immer noch die 8 Jahre. Weich, süß, zum Ende hin Würze im Abgang. Es kommt wieder eine Süße hoch, die Orangennoten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine leichte metallische Schärfe ist,
die ich habe, die sind mir so mit jungen Whiskys verbinde. Kann sein. Kann mich auch täuschen. Ja, doch, so ein bisschen metallisch. Wirkt er. Trotzdem. Süß, fruchtig. Der Rauch angenehm, mundausfüllend. Keine Trockenheit, keine Bitterkeit. Ja. Schöne Orangennote, bisschen Honig, bisschen Vanille. Angenehm weicher Rauch. Angenehm zu trinken, sehr süffig. Bisschen eindimensional. Also die älteren Beaumonts, egal ob die jetzt einen Sherryfass gesehen haben oder nicht, sind schon deutlich komplexer. Der Number One, auch der neue Einstiegsmalt in der Range, aus First Fill Bourbonfässern, habe ich in Erinnerung einen Ticken komplexer. Also der ist nicht ganz so. Ne? Der ist weicher, der ist runder, aber ja, ich denke vielleicht auch einen Ticken jünger, zumindest ja, nicht ganz so komplex. Preislich lag der mal bei 26 Euro. Jetzt, wo die Bestände weniger werden, habe ich das Gefühl, dass er teurer wird. Ne? Und mittlerweile sehe ich ihn meistens so bei 29 Euro. Ne? Also noch unter 30 Euro. Wer ihn haben will, kann ich nur sagen, ranhalten. Ich glaube nicht mehr, dass es den lange gibt. Wie gesagt, die Bestände nehmen ab. Aber man muss ihn sich nicht kaufen. Der Number One liegt im selben Preissegment. Der Small Batchet ist ein Ticken günstiger. Jetzt nur für die Beaumonts aus dem Bourbonfass. Und zumindest der Number One finde ich persönlich besser. Ja. Den 12-jährigen Standard vom Beaumont mit einem Finish in Sherryfässern kriegt man für deutlich günstiger. 24, 25, 26 Euro. Ja, und Ersparnis von mindestens 4 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Kein Vergleich. Der 12-jährige um Längen komplexer, schon allein durch das Sherry und durch das Alter. Der 12-jährige ist für mich definitiv der bessere. Na, wer Beaumont trinken möchte und jetzt hin und her gerissen ist zwischen Pleasant oder einem anderen, kann ich nur sagen, nimmt den anderen. Er ist nicht schlecht, man kann ihn trinken, aber bisschen schwach auf der Brust in der Gesamtperformance. Ja. In dem Sinne, euer Ansgar. Schaltet wieder ein, hinterlasst mir ein Like oder ein Abo. Moritz sagt Tschüss. Ciao.